wie Mitty. Meinst du, dass du die Recherche gegen sie nicht ausgehalten hast? Vielleicht bist du auch du ein absoluter Spast. Cool, du warst im Krankenhaus und man speist dich im hohen Bogen raus. Welcher Ass auch immer das verkriegt den Hurensohn Award. Aber stopp, Bruder, kannst du mir bitte was erklären? Warum sagst du Hurensohn zu einem Mädchen? Deine Artikulation finde ich ehrlich funny. Fessel dich an dein Krankenbett und ich folter dich mit Gender Studies. Ich finde deinen Rap ehrlich behindert. Sogar die Wand hinter dir hat die Zeile besser delivered. Du sagst gerne, dass du krass rappst, ja, ist klar. Aber hast du deinen Doubles auch Bescheid gesagt? Deine Doubles sind so oft wie deine Meinung zu Frauen. Flottest für Sprache, Dicker, dein peinliches Maul, yo. Schwarzer Tee, komm, ich schenk dir eine Weine. Du das Flowfeder, doch hast dann selbst 5 in 2 Zeilen. Warum brechen Schädelknochen bei dir nur durchs Recherchieren? Wie man dich kennt, sollte dein Hirn nicht grad viel Platz okkupieren. Und wenn noch ne Zweckreibbar in dein Text reinpasst, denkt das Wacky Kitty wirklich, als wär Rap-Superstar. Du siehst aus wie erwachsen, aber schreist wie ein Gestörter. Das kann stimmen, das glaubt, da verlässt die Seele deinen Körper. Wie soll das gesund sein? So überbetont und nee, der Punch wird nicht besser. Nur weil du wie ein Sieger postest.